Hallo, mein Name ist Günther Wallner. Ich bin Chordirektor und Kapellmeister am Stadttheater Klagenfurt seit 2008 und musikalischer Leiter des Frühjahrskonzerts in St. Veit am 3. April und generell künstlerischer Leiter der Konzertvereinigung Kärnten. Vom Dirigenten mit mir bitte. Fragwürdiger Blick der Orchestermusiker. Ein Bier. Zwei Bier. Nein, das sind nicht drei Bier. Humorvoll, ich finde. Humorvoll. Dieses Interview finde ich sehr humorvoll. Nicht mit Liebe und vollstem Einsatz gespielte Musik. Schlechte Dirigenten. Für mich? Einen schlechten Dirigenten macht aus, wer kein Kapellmeister sein kann. Das heißt, in den Graben gehen und die Vorstellung ohne Probe zu leiten. Ist auch Teil des Berufs des Dirigenten. Ein guter Dirigent kann sowohl beides. Sehr große Kunst mit vielen Proben, mit einem Symphonieorchester machen, als auch in den Graben und einen tollen Abend gestalten, ohne Probe, wie es unser Beruf auch des Öfteren verlangt. Entzückende Stadt mit einem wahnsinnig schönen, ruhigen Flair, wo ich mir auch vorstellen kann, dass man hier sehr, sehr gern gut lebt. Ich wohne hier am Land, aber jedes Mal, wenn ich herkomme, denke ich mir, schöne Städtchen. Obwohl Klagenfurt jetzt ja auch nicht die größte Weltstadt ist. Aber ich war vor ein paar Wochen in Deutschland und ich war so froh, wieder hierher zu kommen, wo ein ruhigerer Puls ist und wo die Leute ein bisschen entspannter sind. Und St. Veit ist da, ohne dass es langweilig klingt, ist da nochmal eine Stufe drüber und die Parkgebühren sind bei weitem niedriger. Der kürzeste Musikerwitz. Mhm. Kennst du den? Gehen zwei Musiker am Gasthaus vorbei. Die Konzertvereinigung Kärnten ist ein neu gegründeter Verein, gegründet von Josef Pepper, Thomas Tischler und meiner Wenigkeit und hat zum Ziel, Konzerte, Orchester, Chor, Solisten als Musikerveranstaltungsplattform vor allem dem Kärntner und dem österreichischen Publikum zu dienen. Die Mitglieder oder die Musiker kommen aus dem Kärntner Symphonieorchester oder vom Chor und Extrachor des Stadttheaters Klagenfurt oder auch von auswärtigen Mitgliedern, auch von auswärtigen Solistinnen und Solisten. Und wir versuchen gemeinsam, wenn jemand eine Anfrage hat, wenn jemand Musik von uns haben möchte, dass wir das bestmöglichst veranstalten, organisieren und dann auch ausführen. Das Publikum kann erwarten die schönsten Melodien aus Operetten und aus Walzern. Wir haben versucht, das als traditionelles Neujahrskonzert zu gestalten. Passt aber genauso als Frühlingskonzert, denn was gibt es Besseres als Operettenmelodien, Walzer? Rosen aus dem Süden ist ein typischer Frühlingswalzer für das Publikum zu spielen. Es werden sowohl Solonummern, Soloarien aus Operetten, aus Lustige Witwe, Duette, aus der Fledermaus, Schwalbenduett oder auch instrumentale Walzer und Polkas gespielt. Wir wollen gerne das Publikum auf eine Reise mitnehmen, dass sie die Sängerinnen und Sänger, es werden vier Solisten, zwei Solistinnen und zwei Solisten singen und ein Moderator wird durch das Programm führen, der auch Sänger ist, nämlich Josef Wilhelm Pepper. Und wir nehmen das Publikum mit auf folgende Reise, dass die Leute treffen sich sozusagen nach einem Konzert und kommen bei typischen Neujahrs- oder
wie bei einer Fledermaus nach einer Vorstellung zusammen und unterhalten sich und singen dann die schönsten Melodien und treffen sich mit Champagner und Sektlaune. Und es sollte einfach die Leute mal kurz entführen von den Wirren, die momentan sozusagen wahrscheinlich alle beschäftigen, und dass man mal 2 Stunden abschalten kann und sich nur auf die Musik konzentrieren und sich fallen lassen kann. Liebes Publikum, ich darf Sie herzlich einladen zu unserem Konzert am 3. April, 17 Uhr, Blumenhalle St. Veit. Die Konzertvereinigung Kärnten spielt für Sie die schönsten Melodien aus Operetten und die schönsten Walzer. Kommen Sie, hören Sie, staunen Sie und summen Sie mit. Dankeschön.